Ja, hallo Leute. Ja, mal wieder ein kurzes Video, weil alles andere klappt ja nicht mehr. Heute zum Thema, was ist Demokratie? Was sind die Auswirkungen demokratischer Wahlen? Ich habe mir gerade eben ein Video von Oli, den Kanal habe ich euch ja auch unter einem der letzten Videos verlinkt, angeschaut, und er meinte, man müsste das Wahlalter hochsetzen, weil wählen sollte der, der im Leben schon was geleistet hat. Da bin ich jetzt nicht mit einverstanden, weil ich das für ziemlichen Unsinn halte, weil es gibt ja auch Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen eben nicht arbeiten können, aber dennoch ihre Interessen durch Wahlen vertreten können sollten. So, das andere ist, wir gehen jetzt am Sonntag zur Wahl, und die CDU kommt auf, ich sage jetzt mal fiktiv, 36%. Die AfD kommt auf fiktiv 22%, und der Rest ist eben schwächer. So. Was ist jetzt demokratisch? Ist es demokratisch, oder Moment, die nach den Wahlen sagen ja immer die, beziehungsweise nach diesen Koalitionsbildungen sagen die Parteien immer, wir haben einen klaren Regierungsauftrag erhalten. So, das sagen aber auch die, die einfach nur mitgeschleppt werden, die vielleicht nur 8% erreicht haben, ja, wie FDP zum Beispiel. In der Koalition, ja gut, wo die SPD noch landet, weiß man ja auch nicht. Die sagen aber dann auch, ja, wir haben vom Wähler den Regierungsauftrag erhalten. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Weil Demokratie heißt einfach, die stärksten Parteien wurden vom Volk gewählt. Und wenn die AfD zum Beispiel zweitstärkste Partei mit 25% werden sollte, hinter der CDU, weil CDU liegt ja immer vorne. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Würde es heißen, dass genau ein Viertel der aktiven Wähler dieser Partei einen Regierungsauftrag zutraut und erteilt hat. Und eine Demokratie müsste so funktionieren, dass es eben nicht dieses Koalitionsgemauschel gibt, sondern dass eben die stärksten Parteien zusammenkommen müssen in einer Regierung, solange bis die Mehrheit erreicht ist. Ja. So. Und mit den eben genannten Zahlen wäre das dann eben CDU und AfD. Und ja, dann müssten die sich eben auseinandersetzen, weil das wäre dann der Regierungsauftrag, den das Volk erteilt hat. Ja, und ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass wir besonders demokratisch leben, weil jeder sagt, nein, mit der AfD regieren, das geht gar nicht. Dann machen wir lieber Jamaika, dann machen wir lieber eine Ampel, dann machen wir lieber Heinzelmännchen, ne? Dann machen wir alles Mögliche. Ja. Kartoffelbrei-Koalition, also das ist völliger Wurstsalat. Ja. Das hat nichts mehr mit einem Regierungsauftrag zu tun. Sorry, bin noch ein bisschen erkältet. Ja, nee, das führt auch zu dem Wahlverdruss, den wir haben. Denn wenn es so wäre, wie ich es eben aufgezeigt habe, wäre die Wahlbeteiligung eben höher. Ja, weil nämlich die Leute, die sagen, oh, wir müssen rechts vermeiden, die müssten ja dann alle an die Wahlurnen laufen, ja, um ihre Stimme abzugeben, dann hätten wir eine Wahlbeteiligung von über 90%, glaube ich. Ja. Das wäre Demokratie. Also wenn ich Demokratie in dem Moment jetzt falsch verstehe, sei es mir verziehen, aber
Sorry. Das ist für mich persönlich, was Wahlen betrifft, der einzige Weg, eine wirkliche Demokratie herzustellen. So, jetzt frage ich euch, wie seht ihr das? Ja, lasst es mal in den Kommis da und ich grüße euch alle und wünsche euch viel Gesundheit. Ich bin momentan noch etwas angeschlagen. Ja, wie man sieht, ich sehe auch etwas zerrupft aus, obwohl ich heute beim Friseur war. Naja, okay. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn, bye bye.